Einst, als das Wasser über die Luft gebot, da herrschten die Mare über das Wasser. Sie waren großen Fischen gleich, aber mit beachtlichem Geist. Von ihrem Reich Lamaria aus boten sie den Göttern die Stirn. Doch Karibiz erzürnte von der Mare Hochmut, ließ Lamaria versinken in die bodenlosen Tiefen des Meeres. Viele von ihnen wurden zu Sklaven und dienen ihr seit diesem Tag. Andere aber flohen in Panik und siedelten in Atal, hoch auf den Bergen, um sich vor dem Fluch Karibiz zu schützen. Sie ergriffen die einfältigen Menschlinge und zwangen sie, ihnen zu dienen. Erzählungen der Waldinsel Achas. Ein seelenloser Geist, ein Schreckensbild, ein Schatten. Am Ende gehalten durch die Hexerei und den Hass auf die Welt über ihm. Dunkle Schwüre tauscht er mit den Krakoniern von Jarl zur Gott. Aus Wracks und Albträumen erschafft er Schiffe wie dieses. Und mit seinen dunklen Kristallen und Dämonen versucht er, ein neues Reich zu unterwerfen. Uribert von Kieselburg. Geisel der Krakonier auf dem Schiff der verlorenen Seelen. Über seinen Peiniger, den Zauberkönig Mordar. Und so beginnen wir. Serpentilio schreitet gerade die Treppen wieder nach oben und steht an der Reling, wo Abelmir und Boltax auf ihn warten. Der alterne Mann balanciert eindeutig zu viele verkorkte Flaschen und Gefäße in den Armen mit sich herum und klimpert ein wenig, wenn er auf euch zutritt. Wenn ihr die Güte hättet, mir eine Antwort abzunehmen? Natürlich. Warum nimmt ihr keinen Korb? Ich hatte keinen mehr unten. Und ich hatte noch einen, aber ihr wollt nicht wissen, was da vorher drin war. Ich war mir nicht sicher, ob das Glas die Reise darüber stehen würde, ob es sich vorher zersetzt. Nicht so wichtig. Dies sollte die Richter unserer Arbeit sein. Ich bin mir sicher, wir alle werden unsere Freude daran haben. Innocent, ja, auf jeden Fall. Ich muss euch nicht erklären, wie ihr es zu verwenden habt. Ex und Hop. Leute, nochmal zur Sicherheit. Ihr dürft auf keinen Fall beim Trinken schlucken. Beim Trinken einatmen. Es könnte sein, dass sich sonst nur die Hälfte eurer Lunge verwandelt. Und das wollt ihr nicht. Wo ist denn Magister Montazzi, der uns begleiten wollte? Oui, Monsieur, ich bin hier. Ich komme. Scusi. Also, zuerst der Firunstrunk? Der Ilfernstrunk, nicht wahr? So heißt er. Genau, erst der Ilfernstrunk, das Pupewasser solltet ihr zu euch nehmen, in exakt dem Moment, in dem ihr euch ins Wasser stürzt. Der Temperaturschock wird eurem Körper helfen, es in die richtige Bahn zu lenken. Nun, wird es dann überhaupt noch einen Schock geben, wenn wir den Ilfernstrunk vorher getrunken haben? Das ist in der Tat ein gewisser... Das habe ich nicht bedacht. Nun, dann solltet ihr euch vielleicht darauf vorbereiten, ein wenig desorientiert zu sein. Keine Sorge, es vergeht. Ist ja nicht das erste Mal. Monsieur, wann wirken wir unsere Zauber? Nun, ich würde vorschlagen, jetzt, sofort... Also bevor wir etwas trinken, ja? Oui? Welche Schutzzauber gedenken die Herrinnen aufzuspannen? Nun, wir dachten an einen harmlose Gestalt. Es sei denn, ihr bevorzugt etwas anderes. Wir könnten immerhin unsere Kleidung dort behalten. Keineswegs. Ich war mir nur nicht ganz darüber im Klaren, welche Maßnahmen aber mir nun für nötig gehalten hat. Ich werde dann nie... den Schleier der Unwissenheit vorbereiten, nur für den Fall der Fälle. Wir rechnen nicht mit dämonischer Anwesenheit in der Tiefe, aber... Außerdem, ihr wisst schon, die Kreide unter Wasser, das ist eine große Schwierigkeit. Nun, immerhin sollten wir einer Seeschlange begegnen. Tiere können trotz ihrer dämonischen Komponente diese Zauber nicht durchblicken. Oui, sie sind Tiere. Hoffen wir einfach, dass wir generell keine Seeschlange treffen. Ich glaube trotzdem, dass die Seeschlange uns angreifen wird. Immerhin hält sie uns für etwas Harmloses und damit können wir gefressen werden, nicht wahr? Aber das ist dann das Problem von euch Helden. Ich habe schon viel von dem Kampfmagiern aus Betana gehört. Oui, gute bosporanische Zauberkunst. Nun, eine Seeschlange ist sehr, sehr groß. Ihr kommt aus Betana. Aber mir, ihr habt doch hier eine Seeschlange gesehen, oder?
Auf auch Holzschnitten und an der Wand in Küslik. Nun, sie ist wahrscheinlich mindestens so lang wie dieses Schiff. Monsieur, das war ein Scherz. Ich bin Zaubermagus an Bord der Suleiman al-Nassouri. Warum stellt ihr dann diese Frage? Ach, euer Humor. Mais oui, das war keine Frage. Ich war nur ein Hinweis, dass wir gefressen werden von diesen Seeschlangen, weil wir besonders lecker aussehen. Zartes Fleisch. Nun, das wollen wir doch verhindern. Lassen wir uns am besten nicht fressen. Gut. Zur Not lege ich sie schlafen. Habe ich ja schon mal gemacht. Ja. Nun, wir wollen einmal sehen. Wollt ihr beginnen? Oui, Monsieur. Ja, und damit wird Montazzi, der Hellsichtsmagier, damit beginnen, die harmlose Gestalt auf jeden von euch zu legen und auf sich selbst. Frage an Rafim, was hältst du denn für besonders harmlos? Ich bin nicht da. Du bist gar nicht da. Schade. Es geht vor allem nicht darum, was Rafim für harmlos hält, sondern was der Betrachter für harmlos hält. Das ist richtig. Frage an Serpentilio, was hältst du denn für harmlos? Wenn ich jetzt auch nicht mehr sage, werde ich gehauen, oder? Ja. ich wollte sagen, eine Robbe, aber wir sind im Südmeer, shit. Es ist ja gut, ein Mondfisch. Ein Mondfisch, ja gut, da steht jetzt auch kein Fisch auf dem Deck. Es ist halt irgendeine harmlose Person. Es ist ja kein Fisch oder sowas. Ja, das wäre einfach ich selbst. Könnte auch eine Katze sein, tatsächlich. Du bist harmlos. Ich bin nur ein alter Magier, der sich auf seinen Stab stützt. Ich sehe doch nicht gefährlich aus. Also können das auch Tiere sein, die man dann sieht? Nee, ich dachte, das wären so Kinder oder alte Leute. Nein, etwas, was denkbar ist in dieser Situation. Also es könnte auch eine Schiffskatze sein. Also es kommt auf die Situation an, okay, gut. Richtig. Ja. Also in einem Ork-Lager würde es zum Beispiel als Ork oder als Bluthund, orkischer Bluthund erscheinen. Ja, gut. Also ich weiß, dass du dann halt unten dann für die harmlos aussiehst und damit dann irgendwie Zelite oder sowas. Ja. Oder Risso oder so. Oder ein Risso, genau. Irgendwas Versklavenswertes. Oder ein Bauer von den Krakoniern, das kann halt auch sein. Gut, damit wird er, wie gesagt, den Zauber legen und ihr könnt nach und nach die Tränke kippen. Der wirkt Zettel für Stern Spielrunden. Ja. Oh, wir sind auf einem Timer. Ja, deswegen kommt er aber auch mit runter. Okay, dann... Genau. Das war der Grund, warum er mit runterkommt. Right, okay, aber dann haben wir vielleicht erst den Schleier der Unwissenheit gemacht, denn der geht auf Stunden. Ja. Weiß ich mal, was Verdoppelung der Wirkungsdauer kostet? Verdoppelte Wirkungsdauer durch 5. Ah, hat 7, Entschuldigung. Right, 7, 4, Hälfte von 3 sind 2. Okay, und zwar, wir sprechen den. Wie viele Leute sind wir? 3. Also, außer du kommst auch. Möchtest du mitkommen? Das wäre halt jetzt noch die Frage. Abelmi und Boltax würden sonst alleine runtergehen. Idiotencheck, wir gehen jetzt nach Bayard. Ja, nach Jarl zu Gott, genau. Genau, die wollen sich vorschleichen. Die Frage ist, willst du in der Vorschleichentruppe dabei sein? Ah, oder? Nein, ich möchte nicht in der Vorschleichentruppe dabei sein, aber ich möchte trotzdem alle gleichzeitig verzaubern. So, wie viele sind wir insgesamt in der Truppe? Daphim ist nicht dabei. 3. 2 Leute. Genau. Plus Montazio, oder? Inklusive Montazio. Ja. Wie viele Leute sind insgesamt hier, die irgendwann unter Wasser gehen? Dulamin, du, Montazio, ich und Abelmia. Raphim ist nicht da, weil der auf Varutor reitet. Das Problem ist, Varutor können wir nicht wirklich kontrollieren. Also im Prinzip werde ich mich auf das Ding setzen, dem sagen, ey, wir fahren nach da unten und dann zieht der halt einfach durch. Weil der schneller ist als das Schiff, muss ich lange ein bisschen halt noch warten, bis ihr da überhaupt schon runtergeschoben seid, damit ich so, Raphim ist hier, gut. Dann kriegt er den nämlich auch. Nein, Raphim ist nicht da, der steht am Strand. Ach so. Okay, dann hat er halt gelitten. So, okay, 5 Leute. 5 Leute. Richtig. Ronka kommt, okay, Ronka nicht. Gut, dann würfel ich es nämlich 5-mal. Jeder kriegt mit verdoppelter Zauberdauer. Ich investiere keine blockenden ASP Pro, denn ich muss ihn 5-mal sprechen. Right. Und er ist um 2 erschwert, weil Verdoppelung für 7 Punkte. Zeit lassen, was wir natürlich machen, geht auf 3 runter, halbiert sind 1,5, geht auf 2 hoch. So, Nur eine Logikfrage vorher. Dir ist klar, dass das 13 Kilometer in die Tiefe ist, ne? Und 6 Kilometer. 6 Kilometer, ja. Wie lange? Ja, aber brauchen wir da nicht auch ein bisschen runter? Also da brauchen wir lassen uns doch vor den Highreitern ziehen. Ja, aber die brauchen doch auch eine halbe Stunde, oder nicht? 3, ja, 4, genau. Ja, und die Wirkungsdauer von dem Ding hier wird in Stunden angegeben. 5. Ach so. Ja, okay. Und zwar, Frosty, wir nehmen da einfach den niedrigsten zur Bestellung der Wirkungsdauer für alle, denn
Genau. Danach wird es schwierig. Wir haben 13 Fertigkeitspunkte. Lass mich nochmal kurz reinschauen. Das müssten 13 Stunden mal 2 sein. Genau. Das reicht. Ähnlich lang wirkt auch der Iffernstrunk. Also dann müssen wir sowieso zurück. Richtig. Und wir haben eine Erschwernis von 13 Punkten auf eventuelle Entdeckung. Falls jemand... 13 Punkte möchte. Mit dem Odem oder was kann der alles durch? Ja, 13 Punkte für den Odem, für magische Wahrnehmung, etc. etc. Gut, alles klar. Dann wird Mutazio auch die harmlose Gestalt jetzt noch nicht sprechen. Zauberstäbe machen Keulen, Druidendolche. Harmlose Gestalt wird er jetzt noch nicht sprechen, weil wenn ihr jetzt tatsächlich eine halbe Stunde. Passt das? 6 Kilometer? Ja, doch, passt. Klar. 6 Kilometer in die Tiefe, halbe Stunde mit den Highreitern, beziehungsweise mit irgendwelchen Senkbleien. Lasst euch runterziehen und dann wird er kurz bevor ihr Jarl zu Gott erreicht, wird er dann den Zauber sprechen. Es sei denn, ihr seht unterwegs noch was, aber er kann dann ja in den 10 Aktionen beziehungsweise verkürzt 5 Aktionen könnte er immer noch die harmlose Gestalt sprechen. Gut. Ihr habt die Tränke getrunken. Die Highreiter werden irgendwo unter euch schwimmen, also nicht so, dass die Flossen zu sehen sind, weil das den Matrosen nicht gut tut. Aber wenn ihr dann an der Reling runterguckt, könnt ihr sie in der Tiefe erkennen, dass sie dort unter euch schwimmen. Und damit könntet ihr euch fallen lassen. Fallen ist nicht so ganz das bringt der Begriff, oder? Stimmt, wir versuchen unter Wasser Ski halt. Und ihr dann gezogen halt von diesen Hai-Reitern. Ja, halt uns fest in den Reilen am Geschirr. Richtig, ihr hattet ja noch Geschirr. Ja, wie gesagt, springt vom Schiff runter, schwimmt runter zu den Highreitern, macht euch mit dem Geschirr fest und dann werdet ihr gezogen. Das Licht wird weniger und weniger, der Druck nimmt zu, aber ihr werdet nicht zerquetscht, trotz dessen, dass ihr immer mehr Licht verliert und dann ist es stockdunkel um euch herum. War das wirklich eine gute Idee? Boltax, hast du irgendwelche Nachteile, die dich mit dem Wasser verbinden? Ja, selbstverständlich. Oder Dunkelangst. Dunkelangst wäre natürlich auch ein Ding. Warum sollte ich Dunkelangst haben? Ich bin Zwerg, ich sehe wunderbar im Dunkeln. Ich habe, lass mich jetzt schnell einmal schauen. Nachteile. Hat Abel mir Nachteile? Ich habe Platzangst. Platzangst? Das ist das Gegenteil von dem. No, nein, Platzangst nein. Ist die Angst vor offenen Flächen und das ist eine offene Fläche, auch wenn du sie nicht so wirklich sehen kannst. Ich aber richtig. Ich hab's mit Raumangst verwechselt. Genau. Nein, genau. Raumangst ist die Angst vor Räumen, vor engen Räumen und Platzangst ist die Angst vor großen, weiten Flächen. Ja. Und die würde voll zum Liegen kommen. Wie viel hast du denn da? 4. Auch nicht so viel, aber da darfst du schon mal eine Selbstbeherrschungsprobe würfeln, immerhin hast du sie. Ja, und dann empfängt euch die Dunkelheit, sodass ihr nicht einmal mehr die Aviander über euch kennen könnt. 10 Minuten seid ihr mittlerweile in der Dunkelheit versunken, gezogen, Wasser umströmt euch. Ihr habt auch irgendwann das Gefühl verloren, den Mund geschlossen zu halten, sodass dann auch Luftblasen aus euren Mündern herausströmen. Ihr fangt dann erstmal an, so ein bisschen panisch zu werden, bis ihr dann irgendwann auch anfangt, das Wasser zu atmen, einfach Not oder Luft gedrungen und stellt dann fest, dass ihr dann auch trotz fehlenden Kiemen zurzeit das Wasser auch wieder atmen oder ihr erstickt zumindest nicht. Wir hatten es ja schon mal durchgemacht Schalvenstron. Genau. Ja. Auch wenn ihr da nicht von Haien gezogen worden seid. Und da unten hat eine Arche auf euch gelauert. Das war auch nicht ganz so tief, aber ihr seid, nachdem ihr dann die komplette Dunkelheit vor euch gelassen habt und dann noch weiter gezogen werdet, sodass ihr die Orientierung verliert. Rafim könnte sie sicherlich noch behalten. Ob ihr noch nach unten taucht, wisst ihr mittlerweile auch nicht wirklich. Vor allem, weil ihr in diesem Geschirr drinne sitzt, das euch dann die Zwergin Angroschminia des Tages noch geschneidert hat. Bis ihr dann ein Leuchten aus der Tiefe erkennen könnt. Einen wuchernden Wahnsinn, der vor euch auftaucht, unter euch. Jarl zu Gott wird enthüllt.
eine Stadt, die vor Äonen, vielleicht ähnlich wie Yol'Gurmak, erbaut worden ist, ein Vorhof in den Niederhöllen, wo nur versiegelt durch den Schlussstein von Fex die Niederhöllen warten. Die Pforten des Grauens. Ihr dürft alle eine Mutprobe ablegen, plus 3, da dies eine Schreckgestalt 2 im Prinzip bedeutet. Die Stadt schmiegt sich an den Trichter heran, wie ein Meteor sie in den Meeresboden gerissen hat, viele Wassermassen verdrängt hat vor den über 1000 Jahren. Und ihr könnt dann den größten Gwent Petrel erkennen, den ihr jemals erblickt hattet, beziehungsweise teilweise auch schimmrig silbernd oder auch in unheiligem Blau, wo dann der Gwent Petrel und auch das Krakensilber verdorben wurde und dann in den jeweiligen Lichtern schwarz und weiß euch entgegenwindet. Ihr könnt leuchtendes Moos erkennen und je näher und tiefer ihr kommt, einige Gebäude, die dort schimmern. Aber mir hat das nicht geschafft. Ich strampel und wehre mich gegen das Geschirr, dass ich dabei darunter gezogen werde, aber... Ja. Aber mir, mach dir keine Sorgen. Ich bin bei dir. Das wird alles schon. Du kannst nicht sprechen, du bist unter Wasser. Ich spreche Risso mit ihm. Ja, ich auch. Genau, also Risso, können Sie sprechen als Unterwassersprache? Und das hatten sie auch am Vortage gelernt. Ich würde ihm gerne eine Heilkunde-Seele-Probe anbieten, das um ihn ein bisschen zu beruhigen. Aber ich hätte jetzt auch sowieso gefragt, mit welcher Sprache ihr kommuniziert. Attack wäre auch möglich, jetzt zumindest, wo es nicht mehr ganz so dunkel ist. Jo. Ja, zumindest kannst du die Ängste von Abelmir leicht unterdrücken, kannst ihm dann noch deine Hand geben, wenn ihr dann in den Geschirr nebeneinander nach unten gezogen werdet. Ihr könnt jetzt ziehen an dem Geschirr, wie ihr wollt und irgendwelche Befehle geben, aber die Highreiter hören da auch nicht drauf. Ihr könnt auch sehen, wie sie sich dann mit ihren krakonischen Mäulern noch nach euch umdrehen und euch feist angrinsen. Ihr könnt euch dann, wie gesagt, gegenseitig die Hand reichen und dann auf Ritual unterhalten, um euch versuchen, die Ängste so ein bisschen zu lindern. Zumindest können sie von Abelmir etwas unterdrückt werden, aber du bist dir sicher, wenn du von ihm getrennt wirst, dann kommen diese Ängste wieder zurück und durchfluten dich und deinen Körper. Denn wenn du hier unten stirbst, dann wird deine Seele durch das Krakensilber hindurch in die Niederhöllen von Charybdor gezogen. Ich darf nichts versagen. Ich muss für mich selber so ein kleines Mantra aufsagen, irgendwie, um mich zu beruhigen und meinen Willen zu stärken. Ja, was ihr auf alle Fälle erkennen könnt, ist, dass ein Großteil der Stadt auch nach außen hin liegt. Wohl aber wurde das meiste durch den Krater zerstört. Das wurde zwar an den Rand neu gebaut, aber der großteilige Stadtkern wurde durch den Einschlag vernichtet. Das muss eine gigantische Stadt gewesen sein. Die Hauptstadt in das Reich der Krakonia. Ich schaue mich mit großen Augen um. Die Stadt ist erleuchtet durch was? Ja, entweder durch leuchtendes Moos, durch Gwen-Petrol-Steine, die teilweise verteilt worden sind. Je näher am Kern du bist, desto mehr Leuchten hast du. Gerade weiter nach draußen auf den Laichfeldern oder dort, wo die Bauern sind, hast du sehr, sehr wenige Leuchtsteine und Leuchtmoos. Das sind dann doch noch irgendwelche Algen oder so, die dann fluoreszieren oder phosphoreszieren. Irgendwelche Lichtspiele wird es da geben, aber das ist trotzdem eher eine Dunkelheit. Und wie gesagt, am Götterkrater hast du dann silbriges Licht, was dann unnatürlich wirkt und dich auch ungesund zu ertasten scheint, wie durch Tentakel, die sich um dich legen und liebevoll streicheln, um zu sehen, wer jetzt gerade nach unten kommt. Und ihr könnt dann auch sehen, ich schaue gerade mal, ob Montazzi seine Mutprobe schafft. Montazzi wird tatsächlich auch vergessen, den Zauber zu sprechen, sodass ihr nicht unter dem der harmlosen Gestalt nach unten gezogen werdet. Genau, hätte ich den gesprochen, der würde jetzt einfach 4 Stunden wirken. Aber das passiert aber nur Halbprofis anstatt.
Ja, wir kriegen das mit, nehme ich an. Ja, also du kannst sehen, wie er in der Dunkelheit neben dir irgendwo gezogen wird von einem anderen Hai und seine Augen sind weit aufgerissen. Er versucht irgendwie zu schreien, Blasen, die weiter aus seinem Mund herausdrängen, aber von einer harmlosen Gestalt kannst du nichts merken. Ja, dann würde ich auch ihn probieren zu beruhigen. Ich würde derweil Boltags Hand festhalten und probieren, auf ihn einen Ignorantia, einen verlängerten Zauberdauer zu sprechen. Und zwar so, dass es eine Stunde hält. Montazio, ihr seid Bordmagus des Ulman al-Nasori. Das kann euch doch nicht schrecken. Ihr habt schon viel Schlimmeres gesehen. Ihr habt schon viel Schlimmeres durchgemacht. Ha, das ist doch ein Klacks, nicht wahr? Was würden eure Vorfahren aus dem Horasreich sagen? C'est alors, mon Dieu. Davor habt ihr doch keine Angst, nicht wahr? Ja, ich würde eine heilkunde Seele nochmal machen. Ja, das Problem ist, dass er kein Ressual spricht. Und auf Attack ihm so etwas Komplexes mitzugeben, ist natürlich auch ein großes, schwieriges Problem. Weil Salus Blick in den Gedanken? Ja, das kann ich anbieten. Aber damit sende ich ihm halt meine Gedanken. Ja, ja, das, was du willst, oder? Ja, dann erstmal. Ich habe aber nicht so viele ASP. Das wird dann echt knapp. Wobei, es funktioniert. Blutmagie geht immer. Ja, nee, dann hat verbotene Pforten nicht. Doch, ich habe verbotene Pforten. Oh, das ist neu? Nein, habe ich schon ganz lange. Es geht sie mal nicht. Ach ja, es geht mal, ja. Yes, Reversales. Blick in die Gedanken. Dann kommt zuerst der Reversales. Gucken wir mal, ob ich den schaffe. Plus minus. Wow. Du hättest dir Zeit lassen können. So, oder? Dann schaue ich gerade mal rein. Immerhin seid ihr jetzt am Strom, am dunklen Strom. So, du bist kein Geweihter. Und Dämonenbeschwörung war das auch nicht. Irgendwelche Wait, anderen ist die Zauber. Leichter oder schwerer? Das ist jetzt die Frage. Hat der irgendwelche Merkmale der Reversales? Nee, ne? Metamagie, ja, glaube ich. Dann ist der auch nicht erschwert. Jo, und dann kommt schwer. Jetzt der Blick in die Gedanken. Denke an die zwei Erschwernisse vom Reversalisieren. Yep. Der Reversalis muss auch nur gelingen? Ja, der muss nur gelingen. Technisch gesehen bestimmt, wie gut er gelingt, wie lange du ihn halten kannst, bevor du den Zauber sprechen musst. 2019, ne? Ja, und trotzdem das ist keine wilde Magie. Unter Wasser ist doch 19 auch schon. Stimmt, artig angesagt. Aber nicht für Zauber, oder? Du musst ihn auf Ritual sprechen. Ja. Ich kann ja auf Ritual mal würfeln, um zu gucken, ob die 19 ein Patzer ist. Das klingt wie ein Plan, oder, Frosty? Mach mal. Alles klar, dann. Also die Regel stand im WDZ, dass die 19 auch ein Patzer ist, aber ich gehe mal davon aus, das ist eher für Kämpfe. Da will sie nicht im WDZ stehen. Nee, das macht doch keinen Sinn. Im WDS, Entschuldigung. So. Ja, das wird eher für körperliche Dinge sein. Das macht mehr Sinn. Ja, genau. Okay, damit ist nicht gepatzt und ich vermittle ihm das. Als Gedanken. Ja, alles klar. Du sendest deine Gedanken in seinen Geist, versuchst ihn zu beruhigen und das gelingt dann auch. Er besinnt sich zurück. Du kannst sehen, wie das großartige Schiff auf der Wasseroberfläche auftaucht, die Djinne in den Wind blasen bzw. die Segel auf und wie er sich dann zurück an seinen Kapitän Rafik erinnert und auch an seinen albino-tulamidischen Bordmagus. Tatsächlich sehe ich das nicht, es ist nur ein einseitiger. Reversalisiert schicke ich ihm nur meine Gedanken, sehe aber von ihm selbst nichts. Gut. Ja, so ein paar Gedankenfetzen kommen da trotzdem bei dir an. Und siehst dann auch, wie er dann das Wasser aus seinem Mund verdrängt. Du hörst ihn so ein bisschen wieder blubbeln oder brabbeln. Und dann kannst du zumindest spüren, Abelmir, wie etwas sich über dich legt und sich an deine Matrix anschmiegt. Da ich ja weiß, was passieren sollte, würde ich das geschehen lassen, aber kein Widerstand leisten. Genau, kannst deinen Widerstand fallen lassen, sodass er dann eben nur noch einen halben, glaube ich, hat, ne? Genau, halber Magieresistenz, glaube ich. Gut, dann kommt dann auch die harmlose Gestalt bei dir an. Ihr könnt nicht so sehr viele Bewohner erkennen, zumindest auf die Entfernung nicht. Ihr seid jetzt grob 200 Meter über der Stadt.
ein bisschen könntet ihr euch noch ziehen lassen. Es ist auf alle Fälle belebt, aber jetzt kein großartiger Verkehr, keine Seeschlangen, die da hin und her hechten und nach euch schnappen. Aber zumindest könnt ihr auch erkennen, die Haireiter werden ihre Haie anhalten und kurz über der Stadt schweben. Und der Anführer, Captain Krack, wird dann wieder zu euch kommen und euch grimmig anblicken.